Hunter Curry ist eine Schlucht neben Las Venturas, welches noch in Bearbeitung steht. Also, es sollte in Bearbeitung stehen. Denn komischerweise sind dort keine einzigen Personen, nur Fahrzeuge. Egal wann man dorthin fährt, da sind keine Personen, die eine bestimmte Tätigkeit ausführen. Das ist schon mal das eine Komische an dieser Schlucht. Kommen wir mal zu dem eigentlichen Mythen. Es sollen dort Skelette auftauchen und einen brennenden Hund. Die Legende besagt, dass dieser Hund um Punkt 20 Uhr angefangen hatte zu brennen durch eine TNT-Explosion und sein Geist soll dort rumspuken. Ob das wirklich stimmt? Ob die Sauart noch irgendwas Geheimnisvolles beinhaltet? Das sehen wir jetzt. So, hallo, da sind wir schon mal dann beim Gameplay von dem Mythos Hunter Quarry. Also bezüglich dieser Schlucht. Ich habe ja schon vor dem Video wie immer eigentlich schon erzählt, was dort für Mythen sind und erzählt werden. In diesem Hunter Quarry, also dieser Riesenschlucht, soll es angeblich Skelette und einen Feuerhund geben. Und wegen dem Feuerhund, jetzt wiederhole ich mich wieder, wegen dem Feuerhund, dass er irgendwie durch eine Explosion oder so gestorben ist und der Geist von dem irgendwie da so ist, aber wenn ihr mich persönlich fragt, ich glaube irgendwie nicht daran, dass diese zwei Mythen wirklich wahr sind, weil Skelette und Hunde, also man kann schon mal sagen, Tiere generell, so Landestiere, was auch immer, Landtiere, gibt es nicht in GTA San Andreas. Sondern nur Vögel halt, so fliegende Texturen und Fische im Wasser und sowas, ne? Aber so Hunde, so spezifisch Hunde habe ich nicht gesehen, Skelette, denke ich aber auch, es ist ein Mod, aber ich persönlich wollte das, also, ich wollte eigentlich nicht davon ein Video machen, aber dann habe ich mir so gedacht, wieso eigentlich denn nicht, weil, ah ja, stimmt, ich hatte ja hier diese ganzen Missionen gemacht, fällt mir gerade so auf, die Schlucht ist generell so interessant, weil auch hier keine NPCs, also keine Menschen sind, die hier irgendwie arbeiten oder hier rumgehen oder so, sondern die Schlucht ist immer verlassen. Hier arbeitet keiner dran. Und das ist, finde ich persönlich, einfach das Interessante jetzt hier an der Schlucht. Und ich habe diese Schlucht eigentlich, also ich persönlich, noch nie richtig untersucht, sondern ich habe hier mal nur ein paar Missionen machen müssen. Aber ansonsten musste ich hier gar nichts mehr machen. Ich habe mir diesen Ort nicht genauer angeguckt. Und das werden wir jetzt genau machen, aber da es ja auch ein Mythos, ein Mythenvideo ist, also es ist eher so ein Inspizieren, Untersuchen-Video mit ein bisschen Fire-Dog-Skeleton-Suche, ne? Wer weiß, vielleicht gibt es hier irgendwelche Skelett-Texturen, welche hier irgendwo rumliegen, oder vielleicht, ja okay, eigentlich eher nicht. Um 20 Uhr soll ja dieser Hund auftauchen, was ich bezweifle, aber man kann ja mal nachgucken. Und ja, ich packe mal jetzt hier mal meinen Wagen. Der Hund soll ungefähr um 20 Uhr hier auftauchen. Und ich kann ja generell schon während der Zeit mal gucken, was hier so ist, weil ich war hier noch nie wirklich gewesen. Ich habe hier gar nichts gemacht. Wo ist er denn? Ach da. Was ich jetzt hier persönlich komisch finde, ist, wieso der Container ist jetzt komplett begraben ist. Also ich kann jetzt ja mal versuchen. Okay, im Container ist nichts. Wollte ja mal nur gerne gucken, ob da wirklich irgendwas ist. Aber generell ist es einfach nur verlassen. Hier ist kein NPC, gar nichts. Wahrscheinlich ist es einfach nur von Rockstar Games so gemacht, dass es hier so zur, wie soll ich sagen, Atmosphäre dient, einfach so, man guckt sich das hier so an und denkt sich so, wow, wie geil ist das denn, ne? Eine Schaufel ist ja klar, das ist hier, weil wir sind hier auf einer Baustelle, kann man das hier ein Schaufel. Ist da was? Wenn wir jetzt mal rein logisch nachdenken. Wieso ist hier eine Kettensäge? Wofür braucht man die?
Wenn wir uns das mal hier so angucken, wofür braucht man eine Kettensäge hier? Wenn wir uns das jetzt mal hier so genauer angucken. Also ich persönlich kann jetzt sagen, es ist jetzt 20 Uhr und da ist ein Sanchez. Ja, das mit dem Hund stimmt eh nicht, also von daher. Ich habe jetzt bis jetzt noch kein einziges Beweisvideo gesehen, dass dieser Hund existiert, sondern nur durch Mods. Aber es kann ja immer noch sein, dass es vielleicht, vielleicht bin ich, kann ich ja auch der Erste sein, der das rausfinden wird. Das kann auch natürlich sein. Nichts ist unmöglich. Okay, das war unmöglich. Ich würde mal sagen, verpisst euch. Ihr stört einfach meine. Ja, okay, das geht natürlich auch. Ihr stört hier einfach nur. Also, ich habe jetzt 2 Sterne bekommen, dass ich ein Ghostblade abgeknallt hatte. Okay, das ist natürlich schön. Ah ja, bezüglich wegen dem Feuerhund da. Es kann ja immer noch sein. Vielleicht bin ich ja der Erste, der ihn sehen wird. Vielleicht gibt es den wirklich, aber vielleicht auch wirklich, also vielleicht auch gar nicht. Kann auch natürlich sein. Und das backt einfach mal so eiskalt mal durch. Merke ich gerade. Das backt einfach nur durch. Ja, okay, da hat Rockstar Games sich nicht irgendwie einfach so. Ja, okay, lass mir einfach mal da so durchgehen. Okay, ja. Pff, egal. Und da rein geht natürlich auch nicht. Und mein Wagen ist weg. Wieso verschwindet eigentlich immer nur mein Wagen? Wieso? Aber wenn wir uns jetzt mal die NPCs mal jetzt mal angucken. Ich meine, der Autofahrer, also die Polizisten dort, wissen, wie man hier rauskommt. War es damals vielleicht so gewesen, dass... Oh, jetzt ist er weg. Dass GTA San Andreas damals, also in der Beta-Phase, dass hier NPCs waren, also Bauarbeiter und so weiter und so fort, die hier rumgearbeitet waren und mit Fahrzeugen immer hin und her gefahren sind. Weil, wie wir jetzt gerade gesehen haben, die NPCs fahren genau der Strecke nach und fahren wahrscheinlich auch nach oben bis zum Ausgang. Wahrscheinlich hat sich Rockstar Games dann danach gedacht, ja, wir brauchen doch keine NPCs oder so. Ich knall den nicht schon wieder ab. Dass sie keine NPCs hier halt brauchen, aus irgendeinem Grund, damit es so eine Atmosphäre erzeugt. Ich meine, es erzeugt wirklich schon so eine geheimnisvolle Atmosphäre, wenn man hier so allein durch so eine riesen Schlucht geht. Und ja. Kann ja sein, dass in der Beta-Phase dort die ganzen Zivilisten und Bauarbeiter und so weiter rumgegangen sind. Ich möchte jetzt aber gerne von unten nach oben gerne alles angucken. Ich bin jetzt hier unten. Was ist das denn eigentlich? Mir ist das wegen den Schatten schwarz oder irgendwas ist hier explodiert? Nein, es ist nicht der Schatten. Das hier ist irgendwas passiert. Aha, eine schwarze Textur. Wenn wir jetzt so gucken, sehen wir, dass die Wand immer noch normal ist wie immer. Aber wenn wir so gucken, sieht es so aus, als ob hier irgendeine Explosion war. Vielleicht ist es ja das mit diesem Feuerhund. Vielleicht hat es ja das hier was auf sich. Der Hund ist wahrscheinlich reingerannt und die haben nicht bemerkt, also ich stelle jetzt mal so eine Theorie auf, die haben nicht bemerkt, dass er da drin ist, haben einfach mal den Zünder, also angestellt und es ist explodiert und der Hund ist halt gestorben. Und sein Geist läuft hier immer noch herum. Und das ist wahrscheinlich diese Explosion, die entstanden ist. Also ich bezüglich war hier noch nie gewesen. Ich persönlich war hier noch nie gewesen. Ich sehe das jetzt wirklich zum ersten Mal. Das ist natürlich komisch. Aber ich würde mal trotzdem gerne hier mal unten weiter gucken. Oh, wow, 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 wow. Ja, die Teile sind natürlich schön. Wenn die anfangen würden zu drehen, dann wäre ich am Arsch. Dann wäre ich richtig am Arsch. Oh Gott.
Okay, dann nicht. Was haben wir denn? Wir haben uns das da hinten schon angeguckt. Wir sollen, wenn wir dann nach oben gehen. Pff, wer braucht schon Treppen? Okay, da oben können wir nicht hin. Wir können auch höchstens von dort kommen, aber ob das wirklich lohnenswert ist, dorthin zu gehen? Vielleicht, okay, doch, es ist doch lohnenswert. Vielleicht kann ja vielleicht sein, dass dort eine Textur von einem Skelett ist. Nichts ist unmöglich. Es kann sein. Aber wir können schon mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass es hier keine Skelette gibt. Und das mit dem Feuerhund? Ich denke mal, den gibt es auch nicht, aber ich möchte jetzt nicht so übereifrig sein. Ich denke... Was ist das denn? Wow! Nein, ich wollte nicht runterspringen. Scheiße. Tut mir leid, das war nicht gewollt gewesen. Ich wollte mich eigentlich ducken. So. Das hat mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen überrascht. Diese Textur. Ich meine, seht ihr diesen Textur... Veränderung hier. Von hier nach da. Was soll das denn sein? Das finde ich jetzt irgendwie interessant. Wieso hier so eine komische Textur ist. Wow! Man kann hier also rein. Das sind einfach nur so durchdringbare Texturen. Okay, interessant. Wenn ich jetzt Prop Hunt spielen würde, dann würde das hier der ideale Versteck sein. Das ist interessant. Und hoch kommt man hier nicht mehr. Wenn man hier einmal reinfällt, kommt man nicht mehr hoch. Fällt mir gerade auf. Zum Glück hat man das hier. Das ist ja mal interessant, dass man da einfach eiskalt reinfallen kann. Das ist wirklich interessant. Hatte Rockstar Games da wirklich irgendwas gehabt? War vielleicht in der Beta-Phase irgendeine Mission gewesen, wo da irgendein gefesselter Mensch irgendwie da so transportiert wurde, reingefallen ist und dann ja, massakriert halt. Oh Gott. Nee. Meine Fantasie treibt mich gerade in den Wahnsinn. Aber es kann ja möglich sein. Nichts ist unmöglich. Aber diese Textur hier ist gar nicht mehr da. Und da hinten ist diese weiße, komische, geisterartige Textur. Das hier möchte ich mal auch mal gerne ansehen. Komischerweise ist diese weiße schleierhafte Textur nicht, sondern nur dort. Komisch, komisch. Kann man nur sagen. Es sieht eher so aus, ob man hier mit den Sanchez Stunts machen kann. Warte, wo ist das eigentlich? Da ist es. Sag mal, verändert sich das immer hier die Farbe oder was? War es nicht blau gewesen? Also hier ist überhaupt keine Spur von irgendeiner Explosion, nur so ein komischer Dreiecksschatten da. Was die Illuminatis damit zu tun haben.
Und das hier kann man benutzen. Nee, das ist doch ein Schatten. Das sah aber nachts über anders aus. Und das hier sieht halt ein bisschen komisch aus. Also doch war hier keine Explosion. Oder vielleicht doch. Kann ja sein. Ganz ehrlich, dass das sieht wirklich so aus, als ob es so gedacht ist, als ob man hier so Stunts machen würde. So eher für Stunts geeignet. Aber das hier sieht auch wirklich ziemlich alt aus. So, jetzt kommt aber auch natürlich die Frage. Das da unten sieht ja eher schon wie moderne Technologie aus. Und das hier ist eher so alt, eher so halb kaputt. So, wenn man das hier so entdecken kann, also sehen kann. Und oben ist die gleiche Textur wie beim dritten Mythos. Ich glaube, das war mit dessen Las Brujas da. Mit diesen, also dieser Geisterstadt dort mit der Figur mit Hernandez. Aber es sieht jetzt wirklich ziemlich alt aus. Waren hier schon davor Arbeiter gewesen, haben wir es gemacht und haben es dann aufgegeben zu machen. Und dann sind neue gekommen, haben es gemacht und haben dann wieder aufgegeben. Ich meine, da sind keine NPCs, gar nichts. Da, es taucht einfach keiner auf. Vielleicht war es ja in der Beta-Phase so gewesen, dass da Menschen waren. Wer weiß. Final Build Construction, okay. Also waren hier doch mal Arbeiter gewesen. Oder sind noch welche Arbeiter, nur... So Leute, dann würde ich mal sagen, das war's dann schon mal von diesem Mythen-Video. Ich werde noch gleich zum Schluss noch ein paar Theorien aufschreiben über diesen Ort, was ich jetzt hier so gesammelt hatte. Und dann... Oder ihr könnt auch mal in den Kommentaren schreiben, was ihr über diesen Ort denkt. Was hier sein könnte. Ich habe jetzt mal so realistisch nachgedacht, wie es hier sein könnte und so weiter und so fort. Ich meine, von der Form her, wenn man sich jetzt mal die Karte anguckt... Oh ne, jetzt machen wir die Legende weg. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an was... Ich meine... Ich weiß nicht. Irgendwie hat mich das gerade an irgendwas erinnert, nur ich weiß jetzt gerade nicht mehr an was. Das, oh scheiße, ich habe gerade einen Blackout. Fuck. Vielleicht kommt es mir noch. Dann schreibe ich es noch in Fazit rein, also zum Schluss halt. Und ja, dann würde ich mal sagen, das war's schon mal von diesem Mythenvideo. Wir sehen uns dann zu meinem nächsten Mythenvideo wieder. Und vergesst nicht, in den Kommentaren zu schreiben, was, also wie ihr über diesen Ort hier denkt. So, bis dahin, tschüss. Gut möglich, dass dort Texturen von Skeletten und dass auch Skelettköpfe sein können. Man muss nur intensiver suchen. An sich liegen dort keine Skelette.
Und es greifen keine Skelette den Spieler an. Diese eine Stelle, die wir gefunden hatten, sah ziemlich nach einer Explosion aus. Oder einfach nur Schatten? Da war kein brennender Hund gewesen um 20 Uhr und später.